Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Guck mal alle zusammen da, gell? Heuer, heuer, heuer. Miau, die warten schon. Und ihr kraxelt da rum. Schau mal. Die Kiki neben der Mimi. Alles gut. Nee, Momo ist es. Jetzt gucken wir mal. Oh, da ist die Cosma. Hallo, guten Morgen. Ja, viele Fliegen sind bei dir. Kannst du gut fressen. So. Ich habe heute noch nichts dabei. Leute, ich bin so aufgeregt heute. Ich habe mich heute wieder entschlossen. Gobi, guten Morgen. Komm, gucken wir mal, was ist da los? Immer zu der Häsle zuerst. Hallöchen. Popöchen, was habt ihr da gemacht? Ah ja, gut, die Toilette in dem Eck. So schnell zumachen. Und? Ist hier jemand draußen? Nee, alles gut. Alles gut. Und wo ist der Pupsi? Hey, ah, ihr habt schon gut gefuttert hier. Ja, hallo Pupsi, Schnuddel, guten Morgen, hallo, du großer Brummer. Ne? Ja, wir müssen heute ein bisschen Wasser hier reinmachen, vielleicht will er schon trinken. Ne? Müssen wir machen. So, ein bisschen rüberschütten. Man weiß ja nicht, der kleine Mann, ob der da hochkommt. So. Ich bin so aufgeregt. Ich habe heute mich entschlossen, ich werde zur Gärtnerei gehen. Ich will ja heute in die Stadt fahren. Wieder shoppen. Ich muss auf den Markt gehen, dann nehme ich euch mit. Und ich brauche für die Mausi, die hat ja jetzt Gymnastik, da brauchen wir ein pinkes. Ihr habt ja das Outfit gesehen. Und da will ich einkaufen. Ich muss erstmal an der Seite gucken, ob sich da einer verirrt hat. Ich hoffe nicht, weil dann wird es dem arg kalt. Nee, ist alles gut. Upsala. Jetzt gucken wir mal hier. Sind die alle noch da? Meine Mäuse. Ja, du bist noch da. Das Wichtigste. Hoffentlich bist du ein Mädele. Habibti. Und du? Wüstenrennmäuse. Die können die 5, ne? Können die Ratten nicht wegtragen. So große Brummer. Gell? Liegt da noch einer? Nee, du bist es. Komm, zumachen. Na, gebe ich dir Milch. Gell? Du, ja, gehen wir mal die Katzen rauslassen. Die haben heute die ganze Nacht. Hey, Wanga, Hallöchen, kommst du? Hast du was dabei? Nee, ich habe nichts dabei, sorry. Heute nicht. So, also. Ich bin noch so aufgeregt, dass ich noch gar nicht sagen kann, ich will wieder Vasen kaufen. Guck, ich habe es jetzt richtig zugemacht. Die haben nämlich das Tuch weggeruppt. Siehst, die wollen ausbrechen, haben mir mein Ding kaputt gemacht. Okay, ihr seid mir Ausbrecher. Guten Morgen. Jetzt gucken wir mal, was ihr da gemacht habt. Bismillah. Du, 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 du. Wichtig, dass sie mir nicht auf den schönen Teppich. Miau. Ja, ich weiß. Ja. Guck mal, siehst, die haben hier... Die wollten das weg, aber ich habe es von draußen mit dem Stamm. Ich brauche ein höheres Brett. Miau, miau. Was wollt ihr? Futter ist doch da. Machen wir mal hier rein. Ja, ich werde heute mal kein Hackfleisch geben, weil die sind ja schon groß. Gell? Ich habe kein Hackfleisch. Haha, ich kaufe heute wieder. Gell, Prinz? Ich wollte immer draußen fressen, ich weiß auch nicht warum. Wieso denn bloß? Also, nochmal. Wir gehen in die Stadt und kaufen das Gymnastik-Outfit für die Mausi auf dem Markt. Mausi will mit. Und wir gehen zu dem Gärtner. Ich will 2 Vasen kaufen. Aber ich werde ihm sagen, ich bringe das Geld nächsten Monat. Bevor die nämlich weg sind. Ich habe mir nämlich nochmal das Video angeguckt. Das kam ja heute bei euch. Wir sind 4 Tage im Voraus oder 5. Und das kam bei euch heute. Dann habe ich mir die Vasen nochmal angeschaut. Das ist so schön. Ich will die 2 Buckelvasen, sage ich, oder Kugelvasen in weiß, orange oder rot. Und die will ich. Und die Pflanzen, die vorher drauf waren. Aber das zeige ich euch später. So, jetzt muss ich euch mal hinsetzen. Ich bin so aufgeregt wegen den Sachen. Und ja, der wird es mir eh geben. Ich habe mir überlegt, warum hat er es mir nicht gleich mitgegeben? Und die restlichen Pilze nehme ich mit. Und sag ihm einfach, der soll die Klappe halten und mir geben.
und fertig. Wow. Habib, hast du mich aufgeregt, erschreckt. Hallo. Ja, ich habe gerade erzählt, wir gehen für dich heute in die Stadt und du gehst mit. Mhm. Und ich schlafe so, guck, Jonas hat hier diesen weißen Pulli an und dann hat die Kapuze an, weil da war so ein rundes Ding. Mhm. Und dann dachte ich, warte, die sind ohne mich an der Kamadi. Und dann denke ich, ach ja, der Jonas liegt da. Und dann mache ich so, auf einmal ist es in Deck und ich sage, nein, und springe aus dem Bett. Die sind weg. Ja. Nee, so früh gehen nicht. Bin ich verrückt. Ja, auf jeden Fall. Gehen wir noch in die Gärtnerei. Ich muss da noch ein bisschen handeln mit dem Islam. Und er soll den Ahmed anrufen. Ich brauche noch 2 Vasen, 2 Pflanzen und die Pilze nehme ich mit. Die Pflanzen, die bei dem Großen, die bei dem drauf waren, die nehme ich mit. Die kommen doch da rein. Und diese Schwiegermutterstuhl, die kommen in die Kugelvasen rein. Und die tue ich auf, dort wo die Säulen sind, oben drauf. Das wird wunderschön aussehen. Zack, zack. Ja, dann überlege ich mir, ob ich noch einen Storch mitnehme. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Weil Tiere, Nachbildungen von Tieren, aber das hat keine Augen. Ich weiß nicht, ich muss mal mich informieren. Ja, gestern war der Sheikh Talat, der wollte kommen, aber ich war schon um 7.30 Uhr im Bett. Ich war gestern so müde. Wir haben so viel gearbeitet, mein ganzer Körper hat wehgetan. Na? Ja, und jetzt ging das Telefon aus. Zu viele Videos erstmal weggelöscht, also der ganze Körper hat wehgetan. Und dann bin ich einfach ins Bett. Fertig, gell? Guck mal, wie groß die Paris ist. Die ist doppelt so groß wie die Princess. Ja, ja, die ist jetzt so groß, wie die Lana war, gell? Die Lana war auch kleiner, ja, finde ich. Nicht so groß. Ich finde die Paris sogar größer. Ja, die Shirase oder Perserkatzen sind ja eh größer als die Straßenkatzen. Die wird auch ein Brummer, gell? Paris. Pss, pss, pss. Ja. Na gut, guck mal, der Jonas hat es von uns nach zu Hause geholt und seine Vitamine gemacht für die Ziegen. So, Dele. Also, ich bin so happy. Jetzt gucken wir erstmal, ob das Baby, die Babytaube noch lebt, weil die gebe ich meiner Schwägerin. Die hat ja eine. Mach die. Halt! Naja, gut, du kannst rein. Mach ja eh nichts. Kommst du auch mit? Schnell zumachen. Hier unten ist sie. Sitzt du noch drauf? Ja, die kriegt meine Schwägerin. Lass mich mal gucken. Ja, alles gut. Ja, das dauert noch. Das dauert noch, bis die so weit ist. Nach 2 Wochen. Dann können wir es abgeben. Ja. Ja, die kann nicht. Die ist Fotzel. Was ist hier los? Toffi? Ja, Mausi, bist du noch zahm? Nee. Nutella. Komm, Nutella. Kennst du uns noch? Ja, fein. Komm. Wer kennt uns noch? Ja, die sind jetzt. Die kennt uns nimmer. Komm, lecker, lecker. Komm, Habibi, komm. Kennst du nicht? Und, guck mal. Und du, dich hab ich gefüttert mit meiner ganzen. Nein, geh weg, ich will dich nicht. Ja, die vergessen schnell. Die Mami. Gell? Und wann heiratest du? Du warst ein teurer Spaß. Die haben eingetauscht. Wann heiratest du? Sage mir. Ich? Nein, ich will nicht. Sind nicht gute Typen hier. Wieso? Kommst du? Ja. Na gut, dann gebe ich mal schnell hier Wasser, dann haben wir das erledigt. Ja, hier machen wir jeden Tag frisches Wasser und Futter. Gell? So, kleine Maus. So, jetzt haben wir dein kleines Kittchen gebaut. Naja, was willst du machen, wenn sie mal abhauen? Die hat schon durch die Gitter geguckt. Ne? Will ich da drehen? Ja, ist egal. Und du schnuddelst wieder. Ihr hört, ich bin ganz außer Atem, weil wir haben das alles im Schnelldurchlauf gemacht. Mausi wartet noch, bis Mr. Prinz getrunken hat. Dann kommen wir. Was tust du da rumjagen? Dann machen wir die Hazel. Gell? Ihr futtert. Guck mal, was ich so toll finde. Die macht hier die Köttel in diesem Dreieck. Kein anderes Kaninchen macht es, nur Mrs. Svetlana. Ja. Oder bilde ich mir das ein? Also ich sehe kein anderes Köttel. Gut, der trinkt immer so lang, gell? So lang wird der Pool voll gemacht. Ja, bist du jetzt fertig? Ja. Sag das. Jetzt weiß ich auch, wer die Warzenente macht. Heute ist das 13. Ei gelegt worden. Ja.
Hier könnt ihr sehen, kein Zuckerrohr mehr. Die haben es abgeerntet. Ja, da hast du schon so ein Rauschen gehört am frühen Morgen. Das ist von Denny. Was machst du? Ja, lass ihn. So, jetzt habe ich schon ein bisschen Unterzucker von dem Gerenne. Lass ihn trinken, das ist gesund. 10 Minuten Wasser trinken. Ja. Gut, ich setze mich kurz hin. Beruhigen. Eigentlich müsste ich die Katzentoilette noch leeren. Aber ich setze mir jetzt noch. Guck mal, ich sag, bring das in den Müll. Du schmeißt das einfach die Chips-Tüte hier oben hin. Na dann. Nein. Hier ist der Müll. Hier ist gerade der Müll. Fertig. Leave me alone. Na, Arbeit, Arbeit. Der trinkt immer noch. Ah ja, ich sag doch, da kann Schlangen warten. So, meine Lieben, jetzt sind wir auf dem Weg nach Naga Hammadi. Und ich freue mich schon total. Ich hoffe, Mama, wir finden das, was wir suchen. Inshallah. Inshallah. Wir werden alles finden. Ja. Na, good morning, beautiful people. Alles okay bei euch? Ich schwitze schon mit dem ganzen Zeug. Ich dachte, ich muss mir was anziehen, es wird frisch, aber nee, ich muss das wieder ausziehen. Aber schön sieht's aus, gell? Ja. Langsam finde ich, dass es schön aussieht. Ja, also ich finde es super. Ist genau mein Ding. Ich mag so Wolle am Kopf. Ja, guck mal, ich fülle mal ein bisschen die Straßen. Das ist so schöner Wind draußen, das ist richtig kühl. Ja. Ja, hier wird ein Check gemacht und alle, die keine Lizenz haben, drehen um und fahren zurück. Die ein gestohlenes Motorrad gekauft haben, keine Papiere dazu oder keinen Führerschein. Die drehen alle um und fahren einen anderen Weg in die Stadt, weil da unten wird jetzt gecheckt, Führerschein. Aber wir werden natürlich nicht gecheckt. Frauen haben immer Vorteil, gell? Mhm. Guck mal, die stehen da. Was machen wir bitte? Alle Motorräder stehen, halten an und was Scheiße. Ich habe keine Papiere. Dort ist der Check. Ist da der Check? Ja, weil die gucken gerade an dem Motorrad. Aha. Mich kennt. Das wird jetzt weg. Maschi, hast keine Angst haben. Ja, die haben, guck mal, alle sind schon beschlagnahmt. Aha. Ja, die sind hier in Zivil, guck. Ja, die werden dann weggenommen und einfach bei der Polizeistation. Da sind an die zigtausende Motorräder. Ach so, da? Ja. Ich denke mir, wieso sind da so viele? Ich dachte, so viele Arbeiter gibt es dort. Die sind irgendwo in Kairo geklaut worden, nach Oberägypten verschifft, verschleppt und dann verkauft. Hier. So. Upsala. So ist das. So, meine Lieben, wir haben es gefunden. Wir haben für 160 Pfund, das sind 9 Euro, oder? Warte mal. Ja, 9 Euro circa haben wir. 2 von jeder Sorte. 2 Oberteile und 2 pinke Oberteile und 2 weiße Hosen. Ha ja. Und jetzt geht's weiter. Jetzt gucken wir nach dem weißen Tüllrock. Ne? Ja, guck mal, wir sind jetzt hier in so einer Mall. Das ist, ist das für ein syrischer Markt oder was steht da oben? Das ist neu hier. Also das ist nicht immer. Das ist immer so saisonbedingt. Und wir haben eine Jacke gefunden. Hier, sowas wäre nicht schlecht. Aber ich finde eine, die hier besser. Moment. Und jetzt ist die Jacke weg. Ja, der hat sie versteckt, dass niemand sie nimmt. Das ist so Lederstyle, Lederoptik-Style. Wir schauen mal. Aber nicht so warm. Ich würde lieber eine größere nehmen und eine wärmere. Die halt so aussieht, aber die Leder ist halt schon schön. Wir gucken mal. Und 170 Pfund nur, aber ist halt für Einjährige. Ich habe jetzt gerade die Selva angerufen, die soll sagen, ist der Junge dick oder dünn? Mausi sagt, wenn die kein Geld haben, wird der dünn sein. Das ist nicht immer gesagt. Weißt? Girls Day, Girls Day, hä? Hocken wir da. Das haben wir noch nicht gegessen, das müssen die abräumen. Hocken wir da am Müll, aber wir machen Girls Day, gell? Und Mausi, alles gut? Ist dir wieder ein bisschen schlecht? Bissle. Ah ja, das geht vorbei. Jetzt warten wir, bis die Typen kommen. Wir sind wieder an unserem berühmten Zwiebel.
ist das Moringa? Nee, nee, nee. Zwiebelstand. Cool mit Zwiebeln. Guck mal, voll cool. Ja, und dann gehen wir zum Gärtner. Das mit der Winterjacke hat sich erledigt. Hat doch Futter gleich aus. Toll, dann Futter heißt Handtuch. Bring mir ein Handtuch. Aiwa. Guter Dünger. Hat Futter gleich aus. Brot schmeißen sie nicht ins Wasser, siehst du? Das ist Haram. Hupsala, wie du guckst. Was wollte ich jetzt erzählen? Ja, das mit der Winterjacke hat sich erledigt. Ich habe jetzt nochmal meine Schwägerin angerufen. Die hat mir dann sagen wollen, wie, also, anscheinend, das ist gar nicht mehr jemand, der bedürftig ist. Aiwa. Und dann haben wir es nicht gekauft, weil dann, sie will nicht, dass es jemand weiß, wer das ist. Dann habe ich gesagt, ja, ist es jemand bedürftig? Gesagt sie, nein, das ist ein Freund von der Moschee. Na dann brauchen wir das nicht kaufen. Dann kaufe ich lieber für jemand ganz Armen, oder? Was sagst du? Na, wir sind jetzt auch mit... Nee, dann hat sie gesagt, ja, dann lass es. Ja, sie kauft selber. Das ist für ihre Freundin oder sowas. Oder Ahmed, sein Freund, eine Winterjacke. Wenn wir jetzt zufällig was gehabt hätten, okay, aber jetzt extra kaufen für die, nee, das mache ich dann nur für die Dorfgemeinschaft, Leute, weißt du? Weil so wie ich verstanden habe, hat der einen Job. Der könnte sich auch kaufen. Ne, man muss ja nicht immer allen Leuten was kaufen. Sorry, muss ja auch mehr, wir geben ja echt viel, aber wenn er sich das selber kaufen kann, dann war, vor allem ich kaufe es ja hier im Dorf, weißt du? Er will wahrscheinlich was aus Deutschland. Das haben wir nicht. Ha ja. Pechkett, gell? Ja. So, das ist das Essen. Shukran. Also ich glaube, das Salatding nicht lassen wir. Wir essen nur Fuhl und die Eier und das Zwiebelding. Interessant. Das schmeckt doch lecker. Halt, nicht immer das... Du das weg. Das oberste und das unterste essen wir nicht. Das haben die angefasst. Das. Lerne fürs Leben. Wegen den Bakterien. Das ist doch Farah, Habibti. Guck mal, die kriegt die Möbel. Deswegen. Na? Also jetzt haben wir nochmal Wasser bestellt. Die hat extra für uns Wasser gekauft. Mit dem Motorrad weggefahren und gekommen. Voll süß. Na, und ich habe nochmal eins nachbestellt. Ey, das ist so ein Traum. Die Mausi liebt die Eier. Salat essen wir nicht, nur das da. Gell? Das ist super lecker. Bismillah. Oh nein, der schnackt. Da ist auch ein Bus gekommen mit den ganzen Frauen, die das alles organisieren für die Hochzeit, ne? Die Möbel einräumen und so. Hast du gesehen, wie der Oberkörper da ist? Ist doch verrückt, da. Alle Magnonien. Ah, die nächsten Typen kommen, guck. Hi, genau. Hallo. Leute, Leute von heute. Jetzt hole ich die anderen zwei Pilze. Diese zwei Vasen. Lass mal, du machst sie kaputt. Der hat sie mit einer Hand. Ja. Ich nehme noch diesen Storch oder Flamingo. Was hat er auf Arabisch gesagt? Egal. Seht ihr diesen Baum? Den habe ich auch. Und zwar einen kleinen. Den nehme ich auch. Ich finde den so schön. Aiwa. Und diese Pflanze, die kommt auf die andere Vase und ein Hibiskus nochmal. Oh, sag's euch. Ah ja, Hibiskus kann man immer gebrauchen. In allen Varianten. Und zwei von diesen, also noch eins. Dann haben wir's. Der Baum, der kommt auf die Rückbank aus dem Fenster. Sonst geht's nicht, gell? Mausi, dann können wir nicht mehr zum Zug, weil wir haben so einen Baum im Auto. Bis wir zurückkommen vom Zug, haben alle Kinder da die Blätter abgerissen. Du weißt, wie es ist. Nächste Woche gehen wir eh mit der Selua nochmal zum Zug. Was willst du da kaufen? Ich will nur gucken. Die Frauen. Ah ja, die sind wahrscheinlich jetzt eh schon weg, weil das heiß ist. Die gehen doch immer früher. Chalas. So. Schau mal, ist der lieb. Der hat uns jetzt so eine Hängepflanze noch gekauft. Der hat gesagt, die sollen wir hier reinsetzen. Dann tut die bei der Vase runter. Ja? Schön, hä? Ah ja, ein bisschen Rabatt. Ich mach ja nie, ich handle ja nie. Dann kriegt man hier Geschenke. Cool. Na, ich finde den cool. So, der Kofferraum ist voll. Hier ist alles voll. Ja, jetzt kann es losgehen. Fridolin ist auch drin. Shukran ya Islamu, Ahmed. Die Geschenke, das ist der Storch, haben wir Fridolin getauft. Super. Balas.
Shukran Ketir. Ja, meine Lieben, heute haben wir... Warte, ich mach mal zu kurz mein Fenster. Es war so toll heute, weil es ist immer schön, wenn mein Mann nicht dabei ist. Es ist mit meinem Mann lustig alles. Aber die besten Erfahrungen macht man alleine mit den Ägyptern. Na, wir sahen jetzt in diesem Restaurant und jedes Mal, wenn wir dort sind, sagen die, es gibt hier kein Wasser. Nur Wasser vom Wasserhahn. Na, mein Mann kriegt kein Wasser für. Ich habe gefragt, habt ihr Pepsi Cola? Sagt er, nee. Sag ich, habt ihr Wasser aus der Flasche? Ich schau mal. Dann hat er extra einen geschickt, der uns extra mit dem Motorrad losgefahren ist und die große Flasche Wasser gekauft hat. Aha. Na, das haben sie noch nie gemacht. Und genauso, jetzt war ich ja wieder in dem Laden da von dem Ahmed und dem Islam. Ich habe jetzt für 1700 Pfund eingekauft. Und ich habe auch nicht rumgehandelt. Ne? Und es ist alles auf Rechnung, weil die uns kennen, also mich kennen. Die wissen, ich komme immer und ich bezahle das. Ich habe gesagt, spätestens in einem Monat hast du es. Ne? Also das ist auf jeden Fall kein Problem. Und ich denke immer, mit meinem Mann ist das halt nie so lustig, weil die Männer trauen sich nicht so zuvorkommend zu sein oder so aufmerksam, wenn der Mann dabei ist. Mit der Mausi und mir ist es immer lustig, gell? Ja. Was fandest du heute am schönsten oder am besten? Am besten fand ich, als er extra losgegangen ist und uns das Wasser geholt hat. Das fand ich so süß. Ja, und dann wollte ich ihm Trinkgeld geben und er hat es gar nicht verstanden. Der wollte es gar nicht annehmen, bis ich ihm die 5, ich habe ihm 500 extra noch gegeben. Dann hat er so gelächelt, der in dem Restaurant, gell? Sich so gefreut. Ja. Und es war also süß, als der kleine Junge uns einen Streich gespielt genau, hat. Der hat gesagt, ihr habt einen Platten. Und dann kommt ein älterer und sagt, jawohl, das stimmt nicht. Und beide waren bildhübsche Jungs. Der eine war ungefähr 7, 8 und der gesagt hat, das stimmt nicht, 14? 14, Mama, der ist 10, 11, so alt. Oder 10. Süß waren beide bildhübsch. Ne? Ja, da passieren immer so süße Sachen. Und da ist einer, da sind wir gerade gefahren, dann ruft ein ganz alter Mann zur Mausi. Allah! Weil es so hübsch ist. Alhamdulillah. Da hast du dein Aris. Da hast du den Bräutigam. Ja. So ist es. Und den Storch? Oder ist das ein Storch oder was sagt ihr? Oder ein Flamingo? Also ich glaube, ein Storch ist es. Den nennen wir Fridolin. Guck mal, da im schönen Nil. Ja, solche Sachen machen mich glücklich, wirklich. Ja, und nächsten Montag gehen wir wirklich auf den Zug. Es war jetzt einfach keine Zeit. Jetzt ist schon nach dem Mittagsgebet. Und wir haben jetzt für 35 Pfund inklusive Wasserflasche gegessen. Ja, Mittag gegessen. Ist voll billig. Ja. Ja, Maus hat ihre... Zeig mal deine Korbtücher. Oh, guck mal her. Einmal. Hier haben wir einmal, das ist so jellymäßig. Das ist also, es ist sehr gut, es rutscht nicht. Und dann haben wir noch eins in Türkis und noch eins in Lila. Und ich finde die total schön. Ich kann heute damit in den Koran das gehen. Ich gehe mit der hier, weil das ist die schönste Farbe, finde ich. Und 25 Pfund eins nur. Echt cool. So, meine Lieben. Ich bin fix und fertig. Ich habe alles hochgeschleppt. Man sieht in die Vase hier gar nicht von dem Baum. Das werde ich abschneiden, dass man die Vase sieht. Ich muss mich erstmal ausruhen. Habe alles alleine. Mahmoud sagt, er isst gerade. Er ist gerade am Kochen. Hier dieser Dornenbaum. Ich muss noch mal kurz gucken, wie der heißt. Den haben wir ja in Luxor gesehen mit einem Riesenstamm. Keine Ahnung, wie viel 20 Jahre alt der ist. Der hier ist jetzt 2 Jahre alt. Und der wird auch riesig und der bekommt große Blüten. Also der wird so groß wie die Palme. Ja, und hier ist wirklich ein guter Platz, hier genau in der Mitte. Wird der eingepflanzt. So, der eine Hibiskus, den habe ich da hinten hingetan. Hier, Mr. Younes. Hier ist Fridolin. Ja, Fridolin nennen wir den. Fridolin ist länger als Younes. Größer meinst du? Nein, nicht größer. Ach. Doch, sag. Nee, stell, Younes, stell dich nochmal hin. Nee, die sind gleich groß. Fridolin und mach mal nicht Nase. An Nase mach mal die,
gerade den Kopf. Geh mal weg von der Seite. Ah ja, gleich groß. Übrigens, das sind die Jumbas-Klamotten. Komm, geh mal nach vorne. Jetzt fehlt noch der Rock. Zieh doch mal den Rock dazu an. Aber das ist mehr. Ich sag ja, dieser Kragen. Das können wir bei der Hayata, bei der Schneiderin, wegmachen. Der Kragen ist nicht schön. Und das Pinke musst du doch in die Hose stecken, oder nicht? Nein, ich muss unterm Rock so aufhören. Na gut. Meine drei Pilze, aber die Mama, muss ich... Hast du die Pilze? Nein, der darf man nicht drauf, der geht kaputt. Younes, bitte, hör auf. Guck mal, die Pilze sind da. Was? Die Pilze. Jetzt haben wir Schlumpfhausen vollständig. Die müssen wir noch besser organisieren. Aber mal sehen. Schön sind sie, gell? Der ist mir zu groß, ich habe abgenommen. Der ist dir zu groß? Ja, der... Klar hast du abgenommen, ich sag ja. Von dem ganzen Sport. Aber der ist beige. Der ist leicht... Das ist kein Weiß. Ja, dann müssen wir bei der Schneiderin so einen Rock machen lassen. Ich könnte die paar Mal damit spielen. Ja, die paar Mal meinst du? Okay, weil da sind goldene Sternchen drauf, deswegen sieht es gelb aus. Hier, du hast so einen Faden im Haar. Ja, super. Hatte Barbara schon gesehen? Nein. Geh und zeig sie mal. Ja, meine Lieben, wir wollten... Ja, ach so, das da oben kann ich auch noch zeigen. Bringst du meine Handtasche und alles? Guck mal, mein Kopftuch. Ich habe es ausgezogen. Ich schwitze wie Bolle. Ja, bring. Und dann hier, der Baum. Jetzt muss ich erstmal nach dem Baum da gucken. Wieso ist denn der so krumm? Ach, weil er so schwer ist. Okay, der muss hier so oben sein. Den werde ich einfach ein bisschen abschneiden, weil der wächst so schief. Also, so wird es sein. Tom und Jerry wieder in Action, ihr hört's. Ja, warte mal, so ist schöner, genau. So, na, und hier, sieht doch toll aus. Und das mit dem. So ist schön. Aber das können wir nur im Winter so lassen. Im Sommer knallt hier die Hitze drauf. Und dann... Ich fühle mich, als ob ich Ballett tanze. Ballett, das ist das Tütü. Genau. Sonnenbrille, Kopftuch. Das andere Kopftuch hast du? Ich muss immer alles zweimal sagen, Mause. Also, Prinz, wie findest du dein neues Königreich? Wo denn? Ich finde es lächerlich, äußerst lächerlich. Lächerlich, äußerst lächerlich. Das sind die Winterklamotten, hat der Baba geholt vom Kellerzimmer. Guck mal, der guckt schon zur Vase hoch. Was ist das? Ja, das ist eine neue Pflanze. Was hab ich denn jetzt gemacht? Younes, beruhig dich. Sei, Habibi, sei ein lieber Junge. Maschi, bist du mein lieber Junge? Kolos? Jalla. Ich? Mach auf. Guck mal, ist der Baba. Ist er nackig, der Baba? Nein. Feno? Da ist er ja gar nicht. Soll ich mir erstmal die Schuhe ausziehen? So ist das hier. Ja, ich glaube, der hat sich geärgert, weil du das Kopftuch gebracht hast. Er wollte es bringen. So. Ja, ist egal. Junge, Hauptsache wir haben es. So, Dele. Was? Ach so, das sind die Kopftücher und das Tutu und alles. Ja, ich glaube, das war's dann im Video. Zieh mal an. Also mir gefällt es... Lilane und das andere, das finde ich jetzt gar nicht so schön, aber du wolltest es haben. Dir gefällt die Farbe. Guck mal, Leute, so kann man binden ohne irgendwelche ohne Nadel. Machst du mal Licht an für mich, Younes? Super, jetzt mach mal das Lilane, das steht dir. Guck mal, wie sie so die Schulter macht, so süß. Ja. Na, guck. Hm? Willst du auch? Kopftuch probieren. Mama. Hier, mach mal das Türkis. Oder grün, mintgrün. Oh, das finde ich viel schöner, Mausi. Die Farbe, oh. Kann ich das auch mal ausleihen? Ja. Guck mal, einfach zick, zick. Und dieser Stoff, der bleibt auch, ne? Das ist so... Das ist nicht der Rutschstoff. Genau, so, die sagen hier Abbeine. Jelly. Genau, und der rutscht nicht so, der hält sich nebeneinander. Bei den Ägypterhaaren ist dieser Stoff, weil sie ja Öl haben in den Haaren, da klebt er dann. Ja, echt? Schon wieder, ich ja. Younes kriegt Omega-3 with DHA, mit DHA plus SPA, whatever. Warte mal so. Ne? Das ist schon die zweite oder dritte Packung, gell? Ja. Habibti, das ist das Schönste. Also mir gefallen die viel besser, aber gut. Das passt auch besser zu dir. Stimmt.
Ja, bitteschön, das ist ein Gummibärchen. Viel besser als jetzt so Lebertranöl oder so. Habibi, hast du wieder zwei? Nein. Und drei sogar, nur eins, dann kriegt man Durchfall, dann müssen wir wieder zum Arzt. Na gut, hatte ich. Ah. Macht so, ich follow dir. Jonas, guck mal, dieser kleine Verbrecher. Lass es was. Guck mal, der kleine Strolch. Das ist einer, du. Gib mir den Deckel. Hat's versucht. Mama ist immer eine Spur weiter als du, weißt du? So, jetzt kannst du es reintun. Okay, also Leute, bis die Tage, mein Dilemma. Bye, bye. Bye, bye.